Hallo Leute. Heute ist der 9.11.2020. Mein Vater darf am 12. wieder arbeiten gehen. Er muss morgen nochmal testen. Und das wird dann ein paar Tage dauern. Und dann darf er am 12. wieder arbeiten gehen. Aber es darf bis 16. kein Assistent kommen. Es ist mir ziemlich langweilig. Am Wochenende und so. Und unter der Woche, mir geht's halbwegs gut. Ich schlafe relativ gut die letzten Tage. Und jetzt kann ich auch langsam sagen, dass ich jetzt wieder regelmäßiger schlafe. Ich habe eine irrsinnige Kreuzschmerzen noch immer. Und es ist noch immer nicht wirklich besser geworden. Die Kreuzschmerzen, die locken mich richtig aus, weil es einfach nicht besser wird. Und das macht auch depressiv. Aber mit dem Schmerzpflaster geht's halbwegs, zumindest ein paar Stunden am Tag. Und sonst gibt's nicht recht viel Neues. Ich habe Christoph geschrieben, aber er hat nicht darauf geantwortet. Vielleicht hat er eine neue Handynummer, ich weiß nicht. Wenn er Montag auch nicht antwortet, frage ich Mama mal, ob sie ihn anruft. Und sonst fällt mir eigentlich nichts mehr ein. Am Montag telefoniere ich wieder mit Kerstin. Gegen Mittag. Aber sonst gibt es nicht viel Neues. Ja. Freue mich, wenn Corinna und Sonja am 16. wiederkommen. Naja, ich wünsche euch eine gute Nacht. Ciao, eure Ines.